Ja, wieder mal willkommen zurück. Nun sitze ich am Tisch mit der Band Strüdebor und führe nun ein Interview. Guten Tag, Strüdebor. Stellt euch mal kurz vor, bitte. Ich bin Florian und ich spiele Gitarre und ich singe. Ja, ich bin Sava, ich spiele Gitarre. Ja, ich bin Clemens und spiele Bass. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Hagenow. Aus Hagenow. Wunderbar. Ihr wart früher die Ives. Richtig. Eine Heavy Death Metal Band. So kann man sagen, ja. So kann man das sagen, ja. Ja. Und ihr habt euch nun umbenannt. Mhm. Warum? Also aus dem einfachen Grund, weil der Name nicht mehr so richtig zu unserem Stil passte. So. Also vorher haben wir ja so, ich sag mal, Mischmasch Metal gemacht. Das war mal so ein bisschen Black Metal, dann war da wieder so Heavy Metal, so Oldschool, was denn da so. Und dann haben wir gedacht, nee, so geht das nicht weiter. Und dann haben wir lange überlegt, was machen wir jetzt in eine Richtung. So, und haben uns am besten spielen uns halt Viking Metal. Und da kam dann vielleicht ein neuer Name dazu, weil der alte Name passt ja nicht. Wie entstand denn der Name Strüdebor? Ja, durch unseren Kumpel Falk. Falk und ich so, wir haben überlegt, ob wir nicht irgendwie nebenbei so kleines Projekt machen, irgendwie so, Black Metal oder irgendwas. Und dann kam halt auf die Idee, ja, lass doch irgendwie so einen Namen nehmen, so wie Strüdebor oder sowas. Ja, Strüdebor. Da muss auch noch eine richtig schöne Geschichte dazu bringen. So war dazu gekommen, Strüdebor, der Wächter des Meets. Also das stimmt aber gar nicht. Ja, an sich ist der Name ausgedacht, ja. Achso, also hat keine geschichtliche Bedeutung. Leute, so. Aber es ist halt unser Name, den haben wir uns ausgedacht und der passt nicht auf uns nichts gefunden. Kann man das nachvollziehen, dass eine Band aus Hagenow, einem Kaff in Mecklenburg-Vorpommern, einen so großen Aufschub hat, auch eine große Fangemeinde bekommt im Laufe der Jahre? Ihr habt ja auch sehr, sehr klein angefangen und wart ruckzuck, wart ihr die Nummer 1, wenn man mal an Band-Contests denkt, wie zum Beispiel den Déjà-vu-Band-Contest, wo ihr jedes Jahr eigentlich immer abräumt, erst der Zweite werdet. Woher kommt das? Es gibt bei uns halt nicht viele Bands, deshalb hören das auch viele Leute, weil es ja nicht viele andere gibt hier. Also bei uns in Hagenow zum Beispiel. Ich würde auch noch sagen, also wir sind immer ständig auf der Suche nach irgendwelchen Konzerten oder auch Werbung. Ja, wir suchen welche Möglichkeiten auf Internet für unsere Band Werbung zu machen, weil man will ja irgendwie rauskommen hier. Also ihr macht das nicht nur zum Spaß, sondern schon mit einem gewissen Ziel. Wir haben das Ziel, dass wir rauskommen wollen. Also im Prinzip mit eurer Musik dann Geld verdienen. Ja, auf jeden Fall. Was ist genug, um zu bleiben? Den Spaß dabei darf man nicht vergessen. Was ist für euch das Größte, wenn ihr auf der Bühne steht? Was ist für euch das Wichtigste? Dass das Publikum mitmacht und auch gut animiert ist und bei der Stimmung ist, dass keiner geht und wirklich. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wie heizt ihr denn das Publikum an? Wie bringt ihr es dazu, dass es dermaßen mitgeht? Man konnte es schon bei vielen Konzerten sehen, dass die Vorbands sehr, sehr wenige Leute vor der Bühne hatten und dann hieß es nur, Strüdebor spielt und alle Leute sind vor die Bühne gerannt und man hat nur noch Haare gesehen. Wo? Das braucht man sich auf. Das braucht man sich auf. Wenn eine Band vorspielt, das baut sich nachher auf. Näher dem der Bekanntheitskult, diese Bekanntheitsdinge, diese Größe, weißt du, baust ja immer mehr auf. Und halt kleine Bands stehen unten und du stehst halt da oben und es ist klar, dass ein paar mehr Leute da hinkommen. Anzuhören, die Songs sind auch neu, sonst haben wir ein neues Projekt einmal gestartet. Das ist interessant halt. Ne? Wie kam denn dieses neue Projekt überhaupt bei eurer alten Fangemeinde an? Hattet ihr da auch sehr negative Erfahrungen, zum Beispiel auch mit eurer Website? Die Website ist eigentlich sofort gleich gut angekommen. Ich habe viele gesagt, sie ist super super gemacht. Und mit der Band. Also viele haben gesagt, es ist gut, dass ihr das jetzt durchzieht mit dem einen Stil, weil das andere, wenn man alles durcheinander spielt, das macht mir halt nicht so die Freude bei den Leuten. Es gab aber auch Vorfälle, dass man euch in die rechte Szene einordnen wollte. Das ist richtig. Warum? Ja, warum diese Intoleranz? Frage an Viking Metal ist ja, wird ja oft so mit rechts gleichgestellt. Wegen der Marsch. Ja,
aufgrund der Thematik. Ja. Das ist ja ein weit verbreitetes Vorurteil. Ja. Aber ihr habt ja keine rechten Texte oder so. Das hat gar nichts zu tun. Die Leute sehen einfach nur diese Runenschrift und sehen dann irgendwelche Bemalungen im Gesicht bei ihnen. Ja, wir haben es irgendwann mal gesehen bei irgendwelchen komischen Konzerten, wo ich Nazi gespielt habe und denken gleich, dass wir ihn zu machen. Aber ich meine, ich kann jetzt nicht so viel, dass irgendwelche Idioten da diese Symbole gebrauchen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben mit dieser Ideologie. Ja. Wovon handeln denn eure Texte meistens? Meistens sind unsere Texte eigentlich so. Wo die sagen, ja, die historisch, man historisch belegbar, sag ich mal. Also haltet ihr da euch schon an die Geschichte, genau. keine frei erfundenen. Also man findet das auf die eine oder andere Art und Weise wieder in Geschichtsbüchern oder Wikipedia. Und vieles handelt auch zum Beispiel von dem, nicht nur jetzt irgendwie von irgendwelchen Geschichten, sondern auch einfach von dem Leben der Wikinger, wie sie halt gelebt haben, so in ihren Dörfern. Wer schreibt von euch die Texte? Clemens schreibt Texte. Wir beide, also vier oder nicht so. Ja, und unser Freund Falk. Wir grüßen Falk. Er unterstützt uns. Das Wichtige. Er hat den Namen erfunden ein bisschen, er hilft uns bei einigen Songs. Also. Und woher holt ihr euch dafür die Inspiration? Blättert ihr in so einem Geschichtsbuch und lest was über 1702 war der Wikinger-Aufstand und schreibt dann was? Ja, auf Allgemeininteresse, das ist ja auch ein Hobby. Also von mir zumindest. Also ich beschäftige mich damit gerne und dann, wenn man so abends so rumsitzt, dann hat man eine Idee, schreibt man das auf und kommt ein Song dazu und dann passt das. Was waren für euch die größten Erfolge bis jetzt? Wenn wir alles haben, was drüber. Insgesamt. Oh, insgesamt. Also insgesamt. So als Band. Musiker doch bauen, ja. Aber war ein Erfolg, also SM geworden auf jeden Fall, ja. Das ist auch ein Erfolg. Bevor Zuschauerzahl, würde ich sagen, war mal links, wenn wir Band-Contest. Mein erster Auftritt. Zielbruch, auf jeden Fall. Zielbruch war auch Zielbruch in Hagen. Das ist leider nicht mehr gibt. Ich will mit was war das? Stilbruch, das war halt so ein Konzert, da wollten halt Bands halt ihren Stil brechen. Und wir haben schon mal als erstes Stilbruch sind wir mit Jacketts aufgetreten und haben ein Phantom der Oper gespielt. Und böse Onkel ist und so weiter. Also was eigentlich nicht so unser Stil ist, was haben wir jetzt gebrochen. Was erwartet ihr von der Nacht um Nebel Neuseinheit? Was erhofft ihr euch auch? Ja. Party, meine Stimmung, das Publikum auf jeden Fall. Das kommt von der Review danach, weiß, dass das, wenn ich dann nächstes Jahr das gleiche mal machen kann. Das ist richtig, das hat die ganze Leute hier warten und nur mehr Leute dazukommen. Das ist halt auf jeden Fall. Was ist euer erster Eindruck so von der gesamten Organisation, wie ihr angesprochen wurdet? Ist also das ist auf jeden Fall wunderbar. Das ist schön. Ja, das war Sprüdegor.